Andreas baut jede eurer bestellten Auspuffanlagen komplett alleine. Ziehen wir es durch, oder? Das heißt, wir haben noch mehr Streuung, noch weniger Rückstau. Hier in dem Knick, in dem Bogen, sind eigentlich zwei Schweißnähte. Mega Erfolg, diese Auspuffanlage gibt es ab sofort zu kaufen, exklusiv bei uns. So Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Endlich wieder mit dem Feuermock, obwohl wir das Rallye-Team Feuermock tatsächlich hier komplett haben. Lukas ist hinter der Kamera, Conny ist unten schon unter der Auspuffanlage am Schrauben. Moin! Servus! Wir sind hier heute mal wieder bei Mock-Auspuff, beim Andreas Obermüller. Und bei ihm haben wir ja letztes Mal diese brutale Auspuffanlage gebaut und haben euch jeden Schritt gezeigt, wie diese perfekten Schweißnähte zum Beispiel entstehen. Und ja, wir sind heute hier, um zwei, drei wilde Dinge zu bauen. Eine Sache, die wir machen, diese Auspuffanlage nochmal verbessern. Und Ziel ist, die ultimative Unimog-Auspuffanlage zu bauen, die es so noch nicht gibt. Deshalb sind wir heute hier. Wir gehen gleich mal rein und dann stellen wir euch mal vor, was wir uns konkret dabei gedacht haben, was für Punkte wir verbessern und vor allen Dingen auch, warum wir die verbessern. An der Stelle nochmal ein fettes Danke auch im Namen von Andreas. Ihr habt so viele seit dem letzten Auspuffvideo, wo wir das hier gebaut haben, ihr habt so viele Auspuffanlagen bei ihm gekauft, bestellt, teilweise auch für andere LKWs, die er dann individuell angefertigt hat. Weil ihr so viele Anfragen gestellt habt, hat Andreas gesagt, Team Feuermock, ihr kriegt meine volle Unterstützung, wir bauen geilen Shit. Insofern, heute wird eine geile Auspuffanlage entstehen. Die ultimative Auspuffanlage. Ja, wir sind jetzt hier beim Andreas in der Werkstatt. Cool, dass wir heute wieder hier sein dürfen, dass du dir die Zeit nimmst, nachdem das so erfolgreich lief. Ich habe eben schon gesagt, die Leute haben dich überflutet mit Anfragen. Ich habe mich auch schon bedankt, auch in deinem Namen. Ja, also die Resonanz war sehr positiv. Also ich kam die ersten Wochen kaum hinterher, die Auspuffanlagen zu produzieren. Der Kompaktauspuff war sowieso schon der meistverkaufte Auspuff, den ich im Programm habe, aber das war natürlich nochmal ein Schub nach oben. Ja, mega. Danke dafür. Du hast dich bereit erklärt, dass das Projekt Feuermock auch deswegen weiterhin mit Power zu unterstützen. Und genau, wir sind jetzt dabei und fangen jetzt im Grunde an, die Auspuffanlage zu bauen. Entwickelt, unsere Vorgaben oder unsere Ansprüche definiert haben wir schon. Was wollen wir überhaupt ändern? Warum wollen wir das ändern? Und wir fangen jetzt hier an mit dem Hosenrohr, also mit dem Verbindungsrohr zwischen Turbolader und Endschalldämpfer letztendlich. Mhm. An der Stelle auch schon mal die Empfehlung, wenn ihr euch so eine Auspuffanlage kauft oder später dann unsere Heavy-Duty-Endstufen-Auspuffanlage, nehmt das Hosenrohr mit dazu. Ne, das ist jetzt preislich nicht die Welt, aber ihr habt direkt den großen Durchmesser ab Turbolader und die Luft kann schön raus. Wir sind jetzt hier gerade in der Werkstatt unterwegs und haben hier mega Zertifikate gesehen vom Andreas. Andreas ist nicht irgendein Schweißer, sondern echt der Oberguru-Schweißer, der jede von euren bestellten Auspuffanlagen selber baut. Ne, du machst alles handmade. Ich bin eine One-Man-Show, seit eh und je. Ja. Ich habe jetzt im Zuge der Jahre habe ich die Schweißerprüfungen nachgeholt, alle aufgefrischt und die schwerste Schweißerprüfung gemacht, die es überhaupt gibt in dem Bereich. Quasi der Porsche unter den Schweißerprüfungen. Das ist ein Rohr, 45 Grad eingespannt, über Kopf mit Wurzellage geschweißt. Bei mir ist gerade im Kopf wie über Kopf verschweißt, gedreht. Und was an der Stelle finde ich echt nochmal wichtig ist zu erwähnen, weil es echt nicht selbstverständlich ist. Andreas baut jede eurer bestellten Auspuffanlagen komplett alleine. Ausschließlich eher als Chef. Besser könnt ihr es nicht haben. Mit TÜV-Zertifizierung. Mit TÜV-Zertifizierung. Also besser geht's nicht. Also David, deine Vorgabe war ja jetzt, eine kleine Leistungssteigerung zu integrieren. Mehr Durchsatz, mehr Leistung und auch noch besserer Klang. Ja. Heute versuchen wir den Umkehrschluss. Wir gehen mit dem 90er-Rohr, das ist praktisch der Nippel, gehen wir in die Muffe rein. Einziger Wermutstropfen, ich muss die Muffen selber schweißen. Diese Rohre, die gibt es nicht fertig zu kaufen. Die haben jetzt 90 innen. Dazu muss man ein 100er Rohr auftrennen, biegen, runden, verschweißen, innen und außen. Ja, hilft nichts. Aber an der Stelle auch nochmal, das ist glaube ich auch das, was beim letzten Mal so verdammt gut ankam, dass die Leute gesehen haben, wie sowas wirklich entsteht. Vom Rundrohr, so eine individuelle High-End-Auspuffanlage mit Schweißnähten, die ja teilweise unsichtbar sind. Und ja, das möchte ich auch echt nochmal betonen. Hier ist wirklich Handwerkskunst auf höchstem Niveau. Und ja, wir zeigen euch, wir nehmen euch den Tag heute mit und zeigen euch,
was der Andreas hier so zaubert. Was wir auf jeden Fall noch verbessern im Zuge dem unkaputtbaren Feuermock-Auspuff sind die Gelenkbolzenschellen. Wir haben früher immer diese Schellen verwendet. Nachteil ist, die haben eine verzinkte Schraube. Halten zwar auch ewig. Der Auspuff ist wie alt, David? Zwei Jahre. Aber okay. Hat auch schon hardcore Sahara hinter sich. Ne? Also wir sind teilweise geflogen. Ich habe eben schon erzählt, der Reifen war so in der Luft. Ne? Die ganze Höherlegung hat alles gehalten. Okay. Insofern. Aber die sehen ja auch letztendlich noch gut aus, ne? Aber es geht halt noch. Aber der soll ja nicht nur 10 Jahre halten, sondern bis in den Sankt-Nimmerleins-Tag. Ja. Und in diesem Zug haben wir die Gelenkbolzenschellen verbessert in diesem Fall. Hier sieht man auch die Buchse. Bei der einen Schelle sind das so gequetschte, verzinkte Buchsen. Bei der neuen Schelle haben wir voll rausgedrehte Edelstahlbuchsen. Auch ein wichtiges Thema, Flexrohr. Andreas, du hast hier letztes Mal auch schon Edelstahlflexrohr eingebaut und wir setzen aber auch da einen oben drauf und machen das Ganze noch stabiler fürs Gelände. Hier zum Vergleich, hier ist ein Original Daimler Edelstahlflexrohr, ist verbaut, ich glaube bei einem Mercedes LKW und teilweise bei den späteren Unimog, beim U4000 glaube ich. Hier ist eins von mir, ein aufgeschnittenes. Dieses Weldrohr ist hier auch drin, aber das Weldrohr wird im Laufe der Zeit kaputt. Bei unseren Flexrohren ist hier außenrum noch ein Kompensator und zum Schutz obendrauf noch ein Geflecht außenrum. Also wir haben hier drei Sicherungskomponenten. Und das ist jetzt gerade beim Unimog, also was wir erlebt haben in der Sahara, wir haben es ja richtig knallen lassen. Ich werde bestimmt noch ein, zwei Mal in dem Video auch Szenen einblenden. Also das muss einfach halten. Ne? Da darf sich nichts losrücken. Also vor allem beim Expeditionseinsatz ist sowas schon zu empfehlen, um einfach die ganzen Schwingungen, Verschränkungen, Verbindungen, um die alle abzufangen. Was Andreas jetzt hier macht, ist, die Rohre von innen auch komplett blank zu machen, dass gerade bei Schweißnähten keine Stellen sind, wo einfach der Durchzug ein bisschen verhindert wird. Und genau, also da seht ihr wirklich diese Liebe zum Detail. Jetzt werden die Schweißnähte komplett poliert, sauber gemacht und guckt euch das an. Allein schon, was das für ein Effekt ist. Wir stehen jetzt hier vorm fertigen, vierteiligen Hosenrohr mit, zum einen, hier sieht man schon mal im direkten Vergleich, das Flexrohr ist wesentlich länger und kann einfach mehr Verwindung aus. Und wir haben jetzt hier, wo haben wir denn zum Beispiel so eine Stelle, wo wir das sehen mit dem dünneren Durchmesser? Hier hast du einen guten Vergleich. Ja, stimmt. Hier ist krass. Kleinere Rohr. Genau das wollen wir verhindern, dass es kleine Stücke gibt, die dann doch wieder vom Durchmesser kleiner sind. Ja, jetzt seht ihr, wie so ein Hosenrohr aussieht. Das wird nachher zusammengesteckt und mit eben diesen neuen Edelstahlschellen zusammengeschraubt. Und ihr habt auch immer so ein bisschen Luft, ne? Also dass, wenn du den Auspuff ein bisschen weiter rechts oder links hast, man kann durch das Verschieben immer... Genau, 2 cm sind locker zur Verfügung. Okay. Wir machen jetzt im nächsten Schritt weiter. Jetzt wird der Auspufftopf gebaut und da sind die Unterschiede auch nochmal echt groß, ne? Vorher, nachher. Da können wir euch jetzt den alten natürlich nicht von innen zeigen. Das ist der Zwischenboden vom alten Topf. Das ist das Dreikammersystem. Das heißt, der Zwischenboden wird reingeschoben, verklemmt sich durch den Spannmechanismus und hat eine Dreikammerstreuung. Das heißt, er geht in den Topf rein, streut sich, geht zurück, streut sich wieder in die nächste Kammer und geht über die dritte Kammer raus. In deinem Fall, du willst es natürlich sportlich, knackig, lassen wir den Zwischenboden weg. Das heißt, es wird insgesamt ein Zweikammer-Schalldämpfer. Die perforierten Rohre wurden wie gewünscht vergrößert. Das heißt, wir haben jetzt noch größeren Querschnitt, also ca. 30% mehr Querschnitt beim perforierten Rohr als zuvor. Das heißt, wir haben noch mehr Streuung, noch weniger Rückstau und die Abgase können besser fließen.
So, und ihr müsst euch einfach vorstellen, hier kommt das Abgas durch und wird dann nach außen gestreut. Ne? Mhm. Und hier sind die Öffnungen einfach wesentlich größer und mehr als in der ursprünglichen Version. Das heißt, da ist einfach mehr Zug drin. Also wir verwenden die perforierten Rohre für die erste Kammer. Das ist die Expansionskammer. Das heißt, die Schallwellen werden durch die Lochung gestreut und durch den größeren Querschnitt haben wir halt noch weniger Rückstau. Beim Absorptionsprinzip bei der dritten Kammer ist es ein wenig anders. Da werden die Abgase einfach nur durch das perforierte Rohr durchgeleitet und die Schalldämmung wird erreicht über die Wolle, die außenrum gewickelt ist. Jetzt haben wir hier nochmal eine Stelle, wo wir was verbessern, das zeige ich euch jetzt direkt. Wir haben hier die Öffnung, wo vom Hosenrohr die Abgase reingehen in den Endtopf. Und genau da war vorher so ein, wie soll man sagen, ein Rohr mit einem Dreierknick. Also der Bogen wurde von mir über die Bahnsäge konstruiert, über 3 Segmente. Mhm. Und durch den Bogen haben wir noch mehr Strömungsfluss und noch mehr Durchsatz. Genau. Ziehen wir es durch, oder? Dann hast du die Strömung von da bis da. Das war jetzt das Innenleben vom Topf, was er jetzt hier gerade gemacht hat. Und jetzt kommt das Ganze in den Topf. Und dann seht ihr mal, wie das aussieht von innen. Die neue Version. So, Abgase gehen jetzt hier unten rein und werden dann innen durch das perforierte Rohr gestreut und kommen dann oben in die zweite Kammer. Ich hefte kurz an, dann kannst du nochmal von der anderen Seite reinfilmen. Ja. Eine Geschwindigkeit, ey. Das ist der Wahnsinn. Also die Abgase gehen jetzt beim Eingang rein. Also das ist jetzt schon mal komplett anders letztendlich als die eigentliche Version. Ja. Das ist komplett anders. Ein wenig sportlicher. Ich glaube, du lächelst schon so ein bisschen, weil du weißt, wie das gleich klingt. Ich habe eine vorher auch noch. Es ist angepunktet und jetzt wird die Schweißnaht durchgezogen. Hier entstehen wilde Aufnahmen. Insta. Abonniert uns bei Instagram. Möchtest du noch was loswerden? Möchtest du noch was loswerden? So, der Pott ist quasi fertig. Der Pott an sich und jetzt wird das Ganze noch geschliffen. Schön gemacht. Gesäubert. Zwei Sätze von mir. So, jetzt haben wir die Schweißnähte poliert und der Topfkorpus wäre soweit fertig. Jetzt schweißen wir die Haltekonsole auf die untere Seite und auf die obere Seite die zweite Kammer. Ich schweiße jetzt die Gegenkonsole, die Anschraubplatte, auf die Unterseite des Auspuffs. Okay. Hier sehen die nicht komplett durchgehen wegen den. Andreas, jetzt hast du ja beim letzten Mal auch schon was erzählt zu den Schweißnähten, weil die tragen jetzt ein bisschen mehr auf als die anderen. Manche sind ja komplett unsichtbar, die sieht man jetzt ein bisschen besser. Was hat es da damit auf sich? Das ist wegen der Stabilität, genau. Also ich muss die Deckel, da kommen die meisten Schwingungskräfte drauf. Und die meisten Kräfte, die am Auspufftopf entstehen,
Deswegen schweiße ich hier mit einem speziellen Reaktorschweißdraht mit Minimum 3 mm Einbrandtiefe. Okay. Um die Bruchgefahr wegzuhalten. Also auch einfach stabiler als die Sichtschweiß. Ne? Genau, genau. Okay. Also Sichtschweiß hätte die nicht halten müssen, kann man ganz problemlos verlaufen lassen, ganz fein. Aber Schweiß hätte die halten müssen, unbedingt mit Draht verschweißen. Okay. Und der Reaktordraht ist sehr zäh, deswegen ist halt die klassische Raupennaht nicht möglich. Aber ich gebe mein Bestes, die Schweißnähte optisch sauber zu halten. So, jetzt ist die Kammer 2, ne? Genau. Oder der Knubbel. Jetzt baut Andreas das Loch, wo dann die Abgase von Kammer 1 in Kammer 2 hochkommen, bevor es dann in die Hochlegung geht. Das qualmt. Kontrolle. Mehr als der normale Querschnitt, ganz wichtig. Jetzt treffen wir den Knubbel mal oben drauf. Währenddessen schrauben die Jungs hier unten gerade das Hosenrohr dran. Und klappt. Ja, alles. Ziemliche Fummelei. Ja, ist durch. War beim letzten Mal auch schon so. Aber hier mit gesamten Rallye-Team Feuerbock läuft das großartig. Wunderbar. Was? Wunderbar. Da ist die Motorbremse und darunter fängt das Hosenrohr an. Ich hefte jetzt die Befestigungspunkte für das Hitzeschild. Die Blende wird dann vorne stirnseitig draufgeschraubt. Ich finde es einfach so irre, dass Andreas jeden einzelnen Bearbeitungsschritt selber macht. Da ist nichts irgendwie vorbereitet, er macht jedes einzelne Bauteil selber. Und jetzt entsteht das Innenleben der letzten und oberen Kammer. Wir haben jetzt das perforierte Rohr reingepunktet in den oberen Korpus. Der Rest wird noch aufgefüllt mit Dämmwolle und dadurch erreichen wir das Absorptionsprinzip, um die grellen Spannungsspitzen vom Schall abzufangen. So, jetzt kommt der erste. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Jetzt kommt der erste Check, Soundcheck. Beziehungsweise bauen Sie zum ersten Mal an. Schönes Wetter. Wir sind einen Tag später. Gestern hat es noch geschüttet wie bekloppt auf einmal. Ne? Wir sind dann heute Morgen hier reingefahren und machen jetzt weiter. Und jetzt gerade sind wir an der Höherlegung dran. Und da wollte ich euch mal eine Sache zeigen, die wirklich High-End ist. Schaut euch mal den bisherigen Knick an. Da waren die Nähte schon, also die Schweißnähte schon, ich sag mal, nahezu unsichtbar und auf einer Ebene. Also das finde ich schon richtig geil. Und jetzt haben wir hier das neue Rohr, was einfach nochmal ein Level krasser ist. Zieht euch das mal rein. Hier in dem Knick, in dem Bogen, sind eigentlich zwei Schweißnähte. Und jetzt mal so, kannst du mal, Andreas, erklären, wie kriege ich so ein Bild hin? Also erstmal, wir schleifen die auf, um das amerikanische Truck-Feeling ein bisschen besser zu bekommen. Weil die Nähte sind zwar fein, sieht man eigentlich von unten nicht. Wenn man genau hinguckt, sieht man die Schweißnähte. Und in dem Bogen ist es ja völlig egal, sind Schweißnähte okay. Aber auf dem Endstück will man irgendwie keine Schweißnähte sehen. Das muss ein durchgängiges Rohr sein. Ich zeige dir kurz, wie das Ganze funktioniert und wie ich das aufschleife. Schaut euch mal bitte an, mit welcher Liebe die einzelnen Teile, und dieses Ding besteht aus 100 Teilen, bearbeitet werden. Dann habe ich hier so einen Dreipunktschleifer, mit dem kann ich die Schweißnähte aufschleifen. Das hört sich einfacher an, als es ist. Ich habe da verschiedene Schleifbänder in verschiedenen Körnungen. Man muss anfangen von ganz grob bis ganz fein. Also ich fange da an mit Korn 40, Korn 60, Korn 80, dann Korn 240 und dann zum Schluss mit den Fließbändern. Dadurch bekommst du die gleichmäßige Schliffoptik hin. Und das für zwei Schweißnähte, Leute.
Aber die machen so viel aus. Zu, ich glaube, wir haben nicht so viel gesagt mit Endstufenauspuff, oder? Mhm. Mehr geht nicht. Ja, also die Fertigung, diese Rolle macht keinen Spaß, aber die Optik gehört irgendwie dazu. Es ist irgendwie das Handwerkerherz, das durchkommt. Genau das wollen wir haben. So, jetzt dran das Ding, jetzt oder? Jetzt dran das Ding. Der Auspuff ist zu 90% fertig verbaut. Wir haben jetzt hier nochmal ein anderes Hitzeschutzblech mit wesentlich mehr und kleineren, feineren Löchern. Gleicht sich deutlich besser dem Original an, was von Daimler damals ausgeliefert wurde. Und genau, wir haben jetzt die Höherlegung verbaut. Hier haben wir 90 Grad Knick. Ich zeige euch jetzt mal gerade einen ganz wesentlichen Unterschied. Und zwar die bisherige Auspuffanlage, die hatte so einen kleinen S-Knick. Und zwar war der Knick, der war dem geschuldet, dass ich diesen Auspuff möglichst hoch haben wollte, damit die Bodenfreiheit maximal bleibt. Weil die anderen Pötte gleicher Bauart sind einfach ein Ticken tiefer. Da wir jetzt hier oben was verändert haben, haben wir aber jetzt genug Platz, um hier diesen 90 Grad Knick zu haben. Und haben auch hier die Verjüngung, die wir brauchen, um dieses Injektorprinzip hervorzurufen, dass die Abgase hochgedrückt werden, obwohl hier keine starre Verbindung ist. Also der Auspuff schwingt hier auch ein bisschen und trotzdem werden die Abgase alle nach oben durchgeleitet. Das haben wir jetzt alles irgendwo sinnvoll kombiniert und auch nochmal deutlich verbessert zur bisherigen Variante. Oben haben wir jetzt den wunderschönen Knick und jetzt steigt die Spannung, weil gleich gibt es den ersten Soundcheck und zwar einen unter realistischen Bedingungen. Wir werden gleich auch gucken, dass wir hier oben irgendwo eine GoPro festmachen, dass man auch während der Fahrt den Sound richtig gut einfängt. Und genau, dann geht es für uns gleich auf die Straße. Ganz wichtige Information an der Stelle. Wir haben die letzten 2 Tage auch genutzt, um diese Auspuffanlage zu entwickeln für den OM3 52, weil da gibt es natürlich viel mehr Stückzahlen und gerade die OM3 52 Besitzer unter euch, die sind vielleicht froh, wenn sie eine ähnliche Auspuffanlage bekommen. Ist vom Durchmesser ein bisschen dünner, weil kein Turbolader, weil weniger Druck, aber ist komplett von der Führung, von der Optik identisch. Insofern, die wird es auch bei uns geben, auch in dieser neuen durchflussoptimierten, soundoptimierten Variante. Wie wir das jetzt mit dem Shop machen, wissen wir noch nicht. Fakt ist, ihr könnt, wenn ihr Interesse habt, vorab und einfach sagen wollt, jo, ich bin grundsätzlich interessiert, schreibt uns bei Instagram, schreibt uns über info@feuermock.de. Wenn euch bis hierhin das Video gefallen hat und vor allen Dingen auch der Bau der Auspuffanlage gefallen hat, die Arbeit vom Andreas gefallen hat, dann lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal. Vor allen Dingen seht ihr dann, was hier die nächsten Tage noch entsteht. In diesem Sinne, seht uns gleich auf der Straße. Jetzt kommt ein Soundcheck, 2 Wochen später. Wir haben die Auspuffanlage getestet. Bei der ersten Probefahrt hatten wir leider das Mikro dabei, deswegen holen wir das nach. Jetzt aber eben auch nach dem Test, alles dicht, Sound super geil, nicht zu laut. Ich hatte kurz mal das Bedenken, dass es ein bisschen zu laut wird. Wir haben genau den richtigen Punkt getroffen, ein bisschen dumpfer, besseren Durchzug. Man hört einen leichten Turbo-Sound, Lukas, ne? Das ist mein persönliches Highlight, so ein leichtes Turbo-Pfeifen im Hintergrund. Also mega Erfolg, diese Auspuffanlage gibt es ab sofort zu kaufen, exklusiv bei uns mit dem großen Durchmesser. 10 mm ist die einzige Auspuffanlage, die auch für LA-Motoren oder halt hohe Leistungssteigerung geeignet sind. Deutlich besserer Durchzug, bessere Verarbeitung, hier wesentlich besser angeglichen an das Original, also an den feineren Löchern erkennt ihr das auch unten. Luftführung einfach komplett optimiert. Und ich bin jetzt mit dem Ergebnis hier echt mega zufrieden. Für euch bedeutet das, wenn ihr Interesse an dieser exklusiven Heavy-Duty Feuermock Auspuffanlage habt, runden wir den Rabatt von 5 auf 10% für diese Auspuffanlage auf. Shop haben wir noch nicht eingerichtet, kommt alles. Wenn ihr jetzt schon Interesse habt, gerne info@feuermock.de. Wenn ihr, ganz wichtiges Thema, TÜV, Fragen dazu habt, wir haben optional einen Einbauservice und wir haben optional einen TÜV-Service. Problemlos per Einzelabnahme eintragbar. Also Attacke, Leute, und jetzt lehnt euch zurück, genießt es, entspannt euch und freut euch einfach auf einen wunderschönen Auspuffsound. Abfahrt!
alle, die bis hierhin geschaut haben, lasst mir gerne einen lieben Kommentar da. Daumen nach oben, abonniert den Kanal und freut euch auf das nächste Video. Wir haben ja schon ein bisschen was angeteasert. Bis dahin. Eine Sache haben wir ganz vergessen. Ich zeige euch, teaser mal noch was kurz an. Guckt euch mal an, was wir hier für ein Prachtexemplar haben. Recaro Pole Position mit 4-Punkt-Gurten, Leute. Gerüstet fürs nächste Wüstenabenteuer. Wenn ihr da Bock drauf habt auf weitere Infos, wie wir das gemacht haben, auch da Thema Einbau, Thema TÜV, schreibt einen netten Kommentar. Dann mache ich zu dem Thema ein einzelnes Video. Bis dahin jetzt. Aber ciao!